Schläge, Tritte, Geschrei, Hysterie und eine hochgradig aggressive Stimmung. Szenen auf dem Gerichtsflur unmittelbar nach der Urteilsverkündung im sogenannten Hamburger Ehrenmordprozess. Kameraleute werden angepöbelt und geschlagen. Verzweiflung schlägt um in Hass und Gewalt. Angehörige des afghanischen Familienclans greifen Fotografen und Reporter an. Wir versagen nicht nur die Sprache, sondern auch die Spielregeln zivilisatorischer Errungenschaften. Im Gerichtssaal selbst hatte der Tag in gespannter Erwartung begonnen. Ahmad Obedi, der sogenannte Ehrenmörder, betritt den Verhandlungsraum durch den bewachten Zugang für Untersuchungshäftlinge. Im Mai vergangenen Jahres hatte der Angeklagte seine 16-jährige Schwester Mörsal mit 23 Messerstichen getötet. Seine Eltern und die Geschwister sitzen auf der Zuschauertribüne hinter Sicherheitsglas. Vater und Mutter wirken zunächst tief verstört. Mörsals Schwester macht auf ihre Weise deutlich, was sie von dem Verfahren hält. Gleich darauf stürmt ihr Bruder sie von der Öffentlichkeit ab. Zu diesem Zeitpunkt weiß hier noch niemand, wie die große Strafkammer entschieden hat. Erkennen die Richter auf Totschlag und verminderte Schuldfähigkeit und folgen damit den beiden Verteidigern? Oder lautet das Urteil lebenslang wegen Mordes, wie es der Staatsanwalt fordert? Als Richter Wolfgang Backen den Saal betritt, bittet er wie üblich die Kamerateams, den Raum zu verlassen. Kurz danach wird er das Urteil verkünden. Ahmad Obedi wird wegen heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen schuldig gesprochen und muss lebenslänglich hinter Gitter. Es gilt nun als erwiesen, dass er seine Schwester am 15. Mai 2008 auf diesem Parkplatz in Hamburg St. Georg lockte und sie aus Wut über ihren westlichen Lebensstil gezielt mit einem Messer tötete. Der Staatsanwalt hat es in seinem Plädoyer so erklärt: Die Welt des Angeklagten sei nicht unsere Welt. In seiner Vorstellung wiege die Ehre der Familie mehr als ein Menschenleben. Der Bruder selbst habe sich alle Freiheiten genommen, von Drogen bis zu wechselnden Intimpartnerinnen. Für seine kleine Schwester aber galten andere Regeln. Und dafür musste sie mit ihrem Leben bezahlen. Bei Mörsals Beerdigung offenbaren sich die strengen Sitten der Einwandererfamilie. Frauen und Männer trauern getrennt. Die Männer folgen dem Sarg des toten Mädchens, die Frauen klagen im Abseits. Auch beim Thema Tod herrscht hier keine Gleichberechtigung. Für viele traditionsbewusste muslimische Familien ist das Leben in der westlichen Welt mit einem selbst auferlegten Ehrenkodex verbunden. In den Augen ihres Bruders hatte Mörsal die Grenzen überschritten und die vermeintliche Familienehre in den Schmutz gezogen. Vor Gericht hatte Ahmad seine Schwester unter Tränen als seine Herzschwester bezeichnet und beteuert, dass ihr Tod ihm aus tiefem Herzen leid täte. Der Richter gab auch den Eltern eine hohe moralische Mitschuld. Er deutete an, Vater und Mutter hätten ihren ältesten Sohn möglicherweise zum Vollstrecker ihrer Erziehungsmethoden gemacht. Nicht nur das Leben der Tochter und des Sohnes sind zerstört, sondern das der gesamten Familie. Nach dem Prozess können Verwandte Mörsals Mutter nur mit Mühe davon abhalten, sich auf die vielbefahrene Straße zu stürzen. Eine afghanische Familientragödie im deutschen Exil. Es war ein ungleicher Kampf der Kulturen. Ein dunkler Hinterhof in Hamburg St. Georg am Donnerstag kurz nach Sonnenuntergang. Ahmad O. lockt seine 16-jährige Schwester in einen Hinterhalt. Es kommt zum Streit. Mindestens 12 Mal sticht er mit einem Messer zu. Das Opfer ist die Deutsch-Afghanin Mörsal. Zeugen, die ihre Schreie hören, rufen Polizei und Krankenwagen und vertreiben den Attentäter. Die ganzen Blockhäuser haben das, ihre Schreie mitgehört, weil sie hat ja durch Zittern eines Angst hat sie ihre Stimme rausgerufen: Hilfe, Hilfe, ruft die Polizei, sie verblutet. Ja, und ihr Hirnsöhne, ihr könnt es doch nicht machen, sie ist doch noch so ein hübsches Mädchen. Also, wenn man das mitkriegt live, wie das wirklich ist, wenn es also einem passiert sowas, dann hat man schon Mitgefühl. Also man kann schon sagen, ja, das ist, kriegt man auch selber Angst. Über eine Stunde kämpfen Notärzte um das Leben des Mädchens. Doch alle Reanimationsversuche bleiben vergeblich. Mörsal O. stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Zeugen ihres Todeskampfes werden auch die Eltern, die nach wenigen Minuten am Tatort eintreffen. Die afghanische Großfamilie ahnt in diesem Moment bereits, wer der Täter ist. Ahmad Zubai O., der älteste Sohn, der mit dem zwanglosen Teenagerleben seiner Schwester nicht einverstanden war. Eigentlich hätte er vor 2 Wochen eine Haftstrafe antreten sollen, doch er beantragte einen Aufschub.
kann man schon sagen, dass er ein Intensivtäter war. Alle zwei Wochen eine Schlägerei, eine Prügelei. Dann diverse Messerstichereien. Das war ja, dafür ist ja der Ahmed bekannt. Jetzt trauert die Familie um ihr Kind. Der Messerstecher kommt aus ihrer Mitte. Auch der Rest der afghanischen Gemeinde steht unter Schock. Selbstbewusst und offen, so wollte Mörsal auch sein. Vor 13 Jahren war sie mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Hamburg gekommen. Insgesamt hat die Familie 5 Kinder. Mörsal ist die jüngste Tochter. Sie wächst in Rothenburgsort auf, ein schmuckloser Stadtteil zwischen Autobahn und Industriegebiet. Hier leben viele Afghanen. Die meisten Kinder sind gut integriert und sprechen gut Deutsch. Auch im Internet fand die 16-Jährige Freunde und wird jetzt im Forum betrauert. Die Wut richtet sich gegen den Täter. Eine Erlösung für sie. Sie konnte nicht das Leben führen, das sie wollte. Und außerdem, ich weiß nicht, wie er das Allah erzählen will, wenn er tot ist. Im Viertel kennt jeder Mörsals Bruder. Er ist berüchtigt für seine brutale Logik. Sie hat natürlich sehr viel Scheiße gemacht, aber der Bruder ist so einer, wenn der seine Schwester ihm nicht gehorcht, das ist sozusagen, das ist für ihn so wie ein Hund. Wenn sein Hund ihm nicht gehorcht, schlägt er den Hund. Und wenn der Hund nicht immer mehr gehorcht, dann wird der Hund umgebracht. Reue soll Ahmad nicht geäußert haben. Auf seine Bluttat sei er stolz. Jetzt muss sich ein deutsches Gericht mit Ahmads Ehrempfinden befassen. Inzwischen hat er die Tat gestanden. In Deutschland steht auf Mord lebenslänglich. Habe ich auch vollkommen recht. Warum sehen wir eure Kultur schlecht an und wir haben keinen Respekt davor? Das ist doch eure Kultur. So sehe ich das. Das ist doch eure Kultur. Wenn eine Frau mit einem Mann schlafen darf, das ist doch eure Kultur. Du hast doch gerade selber gesagt, das ist normal. Ja, aber warum willst du das nie mit einem muslimischen Mädchen machen, aber mit einem deutschen Mädchen? Also ich mit der Macht. Was willst du da machen? Weil wenn man mit einem muslimischen Mädchen, sag ich mal, schläft und irgendwie sie entjungfert hat, dies, das, dann ist das so, dass die Eltern das als Schande ansehen und die Ehre ist befleckt. Wir müssen das alles sauber machen, entweder der heiratet sie und wenn nicht, dann zwingen wir ihn und wenn nicht, dann knallen wir den ab. Dann ist die Ehre wieder sauber und wir knallen auch sie ab. Was mich mal interessieren würde, definier mal Ehre. Erklär mal. Ehre? Hm? Also für mich persönlich ist Ehre, was soll ich das sagen, ja? Ehre ist eigentlich mein Leben, ganz ehrlich. Habt ihr denn schon mal was von dem Wort Integration gehört? Ja. Was bedeutet Integration? Das ist, wenn man andere ausschließt, ne? Ja, eben nicht. Wer von euch hat deutsche Freunde? Deutsche Freunde? Jessica, klar. Ja? Ich? Kein einzig. Ich auch nicht. Du hast auch keinen einzigen, ne? Ne, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, Garis, hast du deutsche Freunde? Nein. Nein. Na klar, ich hab du, Valentina, nicht. Hat auch keine deutschen Freunde? Warum hast du keine deutschen Freunde? Weil sie nicht zu uns gehören. Ich kann nicht durch so sein. Du kannst die Deutschen nicht so gut leiden? Das ist so, draußen hängst du mit Deutschen ab, machen die andere Sachen an, die du machst. Zum Beispiel wie Schweinefleisch essen. Man ekelt sich dann vor denen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sowas schon sehe, ekel ich mich. Guck mal, wenn die Ausländer alle bleiben würden in Deutschland, ne? Und die Deutschen nur für einen Tag verschwinden, ne? Das wird nicht auffallen.